Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin Onyxon und das hier ist Diablo 2 Lord of Destruction. Endlich mal wieder. Und bevor wir jetzt anfangen, irgendwas zu machen, gleich mal ein kleines Geständnis vorab von mir. Achtung, Charakterbogen. Da-da-da-da. Stufe 20. Ja, ich habe ein bisschen weiter aufgenommen oder es zumindest versucht und habe dann irgendwann festgestellt, oh, du nimmst nur Ton auf. Das ist jetzt irgendwie doof. Ja. Das Schlechte daran ist, ein paar Sachen können wir nicht mehr rückgängig machen. Ich habe noch versucht, das Ganze abzuwenden, indem ich, bevor ich das Spiel verlasse, weil man kann ja nur speichern und Spiel verlassen, dass ich versuche, mein Savegame schreibgeschützt zu machen. Aber zu dem Zeitpunkt hatte das Spiel schon automatisch gespeichert, also war es für alles zu spät. Schade. Aber das macht nichts. Wir wiederholen das jetzt so gut es geht, was ich so gemacht habe seit dem letzten Mal. Und ich versuche auch irgendwie zu reproduzieren, worüber ich geredet habe, also starten wir jetzt erstmal hier vom Wegpunkt. Wir waren zuletzt am äußeren Kloster, ihr seht schon, hier sind ein paar Wegpunkte dazu gekommen, die ich schon gefunden habe. Kann ich nicht ändern, ist halt so. Aber was soll's, machen wir im äußeren Kloster weiter. Das Schöne an Diablo... Nee, hier waren wir nicht. Doch, hier waren wir. Das Schöne an Diablo 2 ist, egal welchen Fortschritt ihr macht, ihr könnt jedes Level wieder besuchen und die Gegner sind wieder da, zumindest in der Theorie, in der Praxis. Ah. In der Praxis habe ich was Wichtiges vergessen. Ja, denn wir spielen theoretisch immer noch auf Players, man müsste schreiben können, 8. Genau, Players Set to 8. Was allerdings nicht mehr der Fall ist, Drop Mod. Ja, der Drop Mod ist aus, das heißt, die Gegner lassen jetzt ganz normale Sachen fallen. Zufälligerweise ist gerade mal ein ledierten Rubin, aber okay. Zumindest keine Unique Items oder zumindest nicht dauernd Unique Items. Und ja, bis Players 8 jetzt funktioniert, wird ein bisschen dauern. Das wird in dem Level wohl nichts mehr. Man merkt, die Gegner sind ziemlich schwach. Und ich habe keinen Ton mehr, das ist interessant. Warum? Ich bin irritiert, Entschuldigung. Jetzt habe ich wieder Ton, na toll. Dann ist es wahrscheinlich zu laut. Naja. Okay, machen wir weiter. Heute geht aber echt alles schief. Ja, ich habe mich also hier schon mal rumgeprügelt. Und auch beim letzten Mal bin ich hier größtenteils einfach durchgerannt. Ah, scheinbar funktioniert Players 8 jetzt, sonst wären die nicht so stabil. Sehr schön. Ich habe mich also hauptsächlich nur mit Bossgegnern angelegt, einfach weil sie Erfahrung geben, während andere Gegner eher nicht mehr Erfahrung geben oder nicht ausreichend Erfahrung geben. Und habe versucht, meinen Weg zu finden durch dieses unendlich große Kloster. Also, ja, wir kennen es aus dem echten Leben. Kloster können durchaus größer sein. Große Gebäude, große Gemäuer, je älter, desto größer oder so. Gigantische Gewölbe mit Kellern und Geheimgängen und weiß der Geier was alles, was man so hat. Aber das hier ist nochmal was ganz anderes. Also wir waren jetzt gerade eben am äußeren Kloster. Jetzt sind wir in der Kaserne. Warum ein Kloster eine Kaserne hat, weiß ich nicht. Oh, da ist ein Bossgegner drin. Den hole ich mir. Oder Champions, meinetwegen auch das. Warum Kloster eine Kaserne hat, weiß ich nicht, aber ist halt mal so. Und wir werden feststellen, dieses Kloster hier übersteigt alles bisher Gesehene, was Größe angeht. Also ein Kloster von der Größe habt ihr im echten Leben mit Sicherheit noch nicht gesehen. Macht aber nichts. Gut, was wollen wir jetzt hier? Erstmal durchrennen. Worüber will ich reden? Ja, keine Ahnung. Es ist schade, es war vorhin alles noch so irgendwie sortiert und wunderbar und ole ole und jetzt ja, versucht man das zu reproduzieren, was er vorher so euch zurecht improvisiert hat. Ich habe wirklich eine Stunde aufgenommen, bis ich dann gemerkt habe, oh scheiße, du nimmst eigentlich gar nicht auf. Also nur Ton, aber kein Bild. Und, oh, das sind Bosse. Okay, die machen wir fertig. Ja, versuchen wir nochmal ein bisschen zu rekapitulieren, worüber ich so gesprochen habe. Zunächst mal das Wichtigste, Ton. Ihr hört es jetzt, vermutlich hört sich mein Ton ein bisschen anders an als beim letzten Mal. Das liegt daran, dass mein Standardmikrofon wieder verfügbar ist, mein gutes Behringer. Und ich hatte auch damit jetzt leichte Komplikationen, es hat nämlich erstmal gerauscht wie blöd. Und ich habe tatsächlich eine ganze Weile gebraucht, um rauszufinden, wo eigentlich das Problem liegt. Und das Problem ist der Verstärker, an dem das Ding dranhängt. Also das ist halt ein richtiges Mikrofon, kein Computermikrofon mit Klinkenstecker, sondern halt ein richtiges Mikrofon mit Mikrofonanschluss. Und um das an einen Computer anzuschließen oder anschließen zu können, muss ich halt einen Verstärker zwischendrin reinhängen.
Das ist cool, aber hier wollen wir noch nicht sein. Merken wir uns. Ja, muss ich einen Verstärker dazwischen hängen. Und der ist das Problem, weil wenn ich das Mikrofon abklemme, rauscht es immer noch. Also rauscht mein Computer immer noch so vor sich hin in der Aufnahme. Und ja, dann kann ich halt am Verstärker an verschiedenen Sachen ein bisschen rumspielen, Input, Output und stelle fest, ja, der Ton wird besser oder wird schlechter. Tatsache ist, Moment, ich muss mal kurz nochmal draufdrücken. Genau. Ich habe jetzt den Output vom Gerät so niedrig stehen, wie es nur irgendwie geht, sodass er wirklich noch wenigstens ein minimales Signal an den Computer weitergibt und habe den Input dafür fast voll aufgedreht, sodass er halt ein sehr starkes Signal vom Mikrofon empfängt. Effekt davon ist. Ich werde mir Waffen aus deinen Knochen machen. Nein, das ist nicht der Effekt, aber hallo Schmied. Also, Effekt davon ist, dass man jetzt ein sehr, sehr geringes Rauschen hat. Wenn ich den Ton extrem verstärke, merkt man das Rauschen noch und ihr werdet es wahrscheinlich in den Aufnahmen immer noch hören, aber kann ich im Moment nichts dran ändern. Ich müsste dann halt mal einen neuen Verstärker kaufen, der weniger Probleme macht und dann ist die Sache vielleicht gelöst. Aber jetzt mal so gerade eben einen neuen Verstärker kaufen, war nicht drin vor der Aufnahme. Und das wird auch in nächster Zeit nicht drin sein, weil das einfach eine teure Angelegenheit ist. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen Schmied gekillt. Oh, den nehme ich mit. Und auf der Karte sehen wir, hier wird ein Hammer angezeigt, ne? Ja, das ist was, der wäre hier gewesen an diesem Ständer. Das sollen wir besorgen. Der sogenannte Horatrim Malus, den hätte Charzy gerne. Charzy, die Schmiedin, ne, von den Jägerinnen, hat uns ja erzählt, als ich aus dem Kloster fliehen musste, musste ich meinen größten Schatz zurücklassen und wäre cool, wenn du mir den wieder besorgst. Habe ich jetzt halt dummerweise schon gemacht und das Quest blieb gespeichert. Das heißt, der Horatrim Malus ist wieder in Charzys Händen. Und zum Dank hat sie mir angeboten, dass sie einen Gegenstand für mich verzaubert. Das heißt, ich kann ihr irgendeinen beliebigen Gegenstand geben und ihr sagen, verzaubert den und dann verzaubert sie ihn. Das geht nur ein einziges Mal und die Chance, dass dabei was Sinnvolles rauskommt, ist relativ gering. Tatsache ist allerdings, je höher euer Level ist, desto höher ist die Chance, dass was Sinnvolles bei rauskommt. Aber ganz ehrlich, im Normalfall muss ich sagen, habe ich das so gut wie nie überhaupt gemacht, dass ich was verzaubern lasse. Weil ich mir immer gedacht habe, ja, ich heb's mir auf für später, wenn ich ein hohes Level habe und einen guten Gegenstand, bei dem es sich auch lohnt, ihn zu verzaubern. Und ja, dann habe ich die Möglichkeit halt noch. Habe ich aber dann doch nie gemacht. Oder fast nie. Dabei kriegt man die Gelegenheit, technisch gesehen, in dem Spiel sogar dreimal, weil man kann das Spiel ja anschließend nochmal auf höherem Schwierigkeitsgrad durchspielen. Zweimal, ne, auf Nightmare und auf Hell, also Albtraum und Hölle, was auch immer. Und dann kriegt man eben die gleichen Quests nochmal und eben auch die gleichen Boni nochmal. Das heißt, man müsste den Horatrim Malus wiederfinden. Man würde aber auch wieder eine Verzauberung dafür kriegen. Ole, ole. Gut. Wird wahrscheinlich im ganzen Let's Play nicht vorkommen, es sei denn, ja, eigentlich könnte ich es machen. Irgendwann, wenn ich einen Gegenstand habe, wo ich sage, okay, den will ich jetzt verzaubern, könnte ich ihn einfach mal verzaubern und dann ist gut. Dann haben wir gesehen, was passiert und dann ist die Sache auch geklärt. So, und jetzt geht es eigentlich nur darum, hier möglichst schnell durchzukommen. Da sind ein paar Bossgegner drin, glaube ich. Ah, nur Champions, okay, dann ignoriere ich euch jetzt mal. Es geht darum, möglichst schnell hier durchzukommen, genau. Und oh, habe ich jetzt ein Glück? Das gibt's nicht. Also, vorhin habe ich mich hier eine Stunde durchgeprügelt durch die ganzen Level. Wir sind jetzt übrigens nicht mehr in der Kaserne, wir sind jetzt im Gefängnis Level 2. Riesiges Kloster, ne? Man sieht es ja auch an der Map, wie gigantisch das Ding ist. Und das ist was, wo ich wirklich sagen muss, da habe ich was an Diablo 2 auszusetzen. Diablo 1 war schon viel Wiederholung. Es ist halt ein Hack and Slay, das heißt, ihr läuft durch irgendwelche Level und kloppt Gegner kaputt. Und im Prinzip macht ihr immer das Gleiche. Ja. Aber die Level waren zum Glück relativ klein gehalten. Und es gab auch nicht so viele Level. Ich meine, das normale Diablo hatte 16 Level. Ja. Viermal die Kirche Dingsbums, dann viermal Katakomben, dann viermal Cave und dann viermal Hölle. Und mit Hellfire Add-on hatte man dann noch die vier Hives dabei, also Hive, Nest, was auch immer, viermal und viermal, na, Crypt, genau, Crypt. Oh, das ist jetzt aber ein Boss, oder? Ja, auch ein Champions. Egal, von hier außen kann ich euch bequem abschießen. Habe ich gar keinen Stress mit.
Ja, also so gesehen dann 24 Level, wenn man wollte, mit Add-on. Und wenn man es ganz genau nehmen will, dann kann man noch sagen, ja, es gab da aber auch noch ein paar Unterlevel, die man finden konnte, die optional waren gewissermaßen, normalerweise questgebunden. Das wäre dann zum Beispiel Leoric's Tomb, hatten wir ja, also das Grab von König Leoric, in dem wir den Skeleton King besiegt haben. Dann gäbe es Poisoned Water, das vergiftete Wasser, wo man eine Quelle reinigen muss. Ich glaube, das Quest hatten wir nicht. Dann gibt es noch die Chamber of Bones, wo wir den Guardian Spell gekriegt haben. Das gibt's ja nicht. Was hatte ich hier für ein Mordsglück? Nicht zu fassen. Gefängnis Level 3. Und es geht immer weiter. Ja, und dann hatten wir noch... Ja, das Level von Lazarus, genau. Lazarus Versteck. Was ja ein Quest-Level, aber auch gleichzeitig ein Pflicht-Level ist vom Spiel, an dem man nicht vorbeikommt. Gut, das heißt, wenn man diese vier Level nochmal dazu zählt, die allerdings alle ziemlich winzig waren im Vergleich zu den normalen Maps, und die waren schon klein im Vergleich zu den Diablo 2 Maps, aber wenn wir die dazu zählen wollten, dann kämen wir auf insgesamt 28 Level. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele Level wir hier in Diablo 2 hatten, aber wir können das nachher ja mal grob durchgehen und dann werden wir erstaunt feststellen, dass wir die 24 Level wahrscheinlich zur Hälfte schon im ersten Akt haben. Und mit Add-on hat das Spiel hier tatsächlich 5 Akte, die wir vor uns haben. Also, ja, Hack and Slay, schön und gut. Vor allem, wenn man dann den Eindruck vermittelt kriegt, dass man mächtig ist und es einfach Spaß macht, die Gegner niederzumetzeln. Aber in beidem ist Diablo 2 nicht gerade der King, würde ich sagen. Also... erstmal wirklich viel zu lange, viel zu groß Level. Ich meine, guckt euch das an, wo ich hier rumrenne. Das ist ja eine Weltreise unterirdisch. Wer hat so ein riesen Kloster gebaut? Oder so einen riesen Keller unterm Kloster, ne? Und zum anderen, ich habe in Diablo 2 zu keinem Zeitpunkt wirklich das Gefühl, dass ich so ein richtiges Monster bin, das alles niedermetzelt, was in den Weg kommt, sondern ich hatte immer mehr so den Eindruck, dass ich mich hier... naja, irgendwie durchkämpfe. Und ich weiß nicht, in Diablo 1 ist das ab einem bestimmten Zeitpunkt immer anders, nämlich spätestens dann, wenn euer Charakter, egal welche Klasse ihr seid, irgendwelche vernünftigen Zauber kann. Ne? Ich sag nur Chain Lightning. Hier Kettenblitz, aber der Kettenblitz ist witzlos in Diablo 2. Aber in Diablo 1 war der Hölle. Also das war der jüngste Tag für alle Gegner. Ihr erinnert euch hoffentlich. Der Zauber hatte es in sich. Und das war dann auch wirklich ein Spaß. Ich meine, gerade in den späteren Leveln, sprich Caves und Hölle, hatte man es mit mehr Gegnern zu tun. Die Gegner waren deutlich stärker. Viele davon waren auf Fernkampf gedrillt. Und dann hatte man aber die Möglichkeit, eben sich mit diesem Zauber schnell mal ein bisschen das Feld freizuräumen. Ne? Jetzt teleportiere ich hier schon so rum. Wunderbar. Ich liebe es, wenn das Spiel irgendwelche seltsamen Fehler hat. ein paar Schüsse und man hatte freie Bahn. Und hier, ich glaube, in den Genuss werden wir nicht kommen. Im ganzen Spiel nicht. Und dann ist das Spiel aber halt so unendlich lang. Es ist schade. Es könnte so viel anders sein. Wovon bist du gefroren? Habe ich dich schon mal angegriffen? Ach, ihr könnt da durch die Tür. Da ist eine Tür und ich habe die übersehen. Gut zu wissen. Guckt euch das Level an, wie riesig das ist. Und ich habe den Ausgang nicht gefunden, ne? Aber irgendwo muss er ja sein. Er kann jetzt auch nicht mehr weit sein, denke ich mal. Okay. Hier ist auch eine Sackgasse. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich laufe gegen die Wand. Ich versuche gerade auf die Karte zu gucken. Und während ich auf die Karte gucke, gucke ich nicht wirklich darauf, wo ich langlaufe. Muss ich jetzt wirklich komplett in die andere Richtung? Wahnsinn. Also, man hat es meiner Meinung nach in Diablo 2 einfach ein bisschen übertrieben mit der Größe. Und das ist ein Trend, der sich so fortsetzt bei so ziemlich allem, besonders bei Rollenspielen. Oh, es geht aufwärts. Zum inneren Kloster, bitte, danke. Guckt euch Rollenspiele mal an heutzutage, wie gigantisch die sind. Da ist übrigens unser nächster Wegpunkt. Den im Gefängnis habe ich schon wieder nicht gefunden. Gefängnis Level 1. Aber wer braucht den auch schon?
Ja, Rollenspiele werden unendlich groß, groß, größer am größten, gigantische Landschaften und eigentlich ist es eine ewige Hin- und Herrennerei und eigentlich viel zu viel und viel zu aufwendig. Ich weiß nicht, was ist aus den Zeiten geworden, wo man einfach mal kurz ein Spiel gespielt hat, um ein bisschen Spaß zu haben? Ich weiß auch nicht, aber es soll jetzt nicht unser Problem sein. Wir kommen jetzt gleich zu einem ganz anderen Problem, das lustig werden könnte. Vorausgesetzt, ich kriege diese komischen Geister hier tot. Das sind Gespenster, ja, und es sind Diener. Und die haben eine besondere Fähigkeit, die können Mana absaugen. Das steht zwar jetzt hier nicht, aber normalerweise können das alle Gespenster. Nur mein Mana regeneriert sich offenbar zu schnell, also ist das relativ egal. Aber die sind gar nicht mein Problem. Mein Problem steht etwas weiter nördlich. Das Level hier ist immer gleich aufgebaut, deshalb weiß ich genau, wo ich hingehen muss. Wo ist euer Boss? Habe ich den versehentlich schon getötet? Mein Weg. Ihr könnt auch noch sterben. Ich bin so frei. Danke. Jetzt kommt mein Problem. Nein, ihr seid nicht mein Problem. Wo ist er denn? Ich bin direkt an diesem komischen Podest mit Sarg. Ach, da läuft er ja. Wunderbar. Schön, dich zu sehen, mein Freund. Komm mal her. Knochenasche. Untoter. Magieresistent. Extra stark. Bleib mal stehen, damit ich lesen kann. Kälteverzauberung. Immun gegen Kälte. Ja. Willkommen in meiner Welt. Ich kann jetzt 100 Jahre auf den schießen und ich werde ihn nicht tot kriegen. Und damit sind wir im Prinzip schon beim nächsten Thema, über das ich geredet hatte, bei dem letzten Versuch aufzunehmen. Wir ignorieren den jetzt, weil killen kann ich ihn eh nicht. Gehst du jetzt da runter? Danke. Und du willst nichts dazu sagen? Okay, Katakomben Level 1, meinetwegen. Ja, eine Sache, die ich tatsächlich in den Kommentaren gefragt wurde, die absolut berechtigt ist. Die Aussage war so in etwa, sag mal, du hast dich doch in Diablo 1 die ganze Zeit darüber beschwert, wie nutzlos die Zauberin Diablo 2 ist. Warum spielst du jetzt eine Zauberin? Absolut gerechtfertigte Aussage. Ich habe mich tatsächlich in Diablo 1 sehr viel über die Zauberin in Diablo 2 beschwert, weil sie eben so nutzlos ist. Und an dieser Ansicht hat sich auch nichts geändert seitdem. Tatsache ist, wir haben es gerade eben gesehen, früher oder später im Spiel kommt der Zeitpunkt, an dem ihr an einen Gegner geratet, der immun gegen eure Art der Zauber ist. Und was macht ihr dann? Wenn das ein Questgegner ist oder so, oder ein Gegner, der euch einfach im Weg ist, den ihr aus dem Weg räumen müsst, dann habt ihr ein verdammtes Problem, dann könnt ihr nämlich nichts machen, ne? Der steht dann einfach im Weg und das war's. Und ihr könnt ihn nicht killen. Ihr könnt natürlich jetzt sagen, ja, dann spezialisiere ich mich auf alle drei Arten der Elementarzauber, Feuer, Eis und Blitz, und dann ist schon gut, aber irgendwann kommen halt Gegner, die auch gegen alle drei Elemente immun sind. Und ganz abgesehen davon, wenn ihr euch auf alle drei Elemente spezialisiert, dann seid ihr schon gar nicht mehr spezialisiert, sondern ihr könnt alles ein bisschen und nichts davon macht richtig Schaden. Also völlig witzlos. Und das ist eben das Riesenproblem, warum die Zauberin in Diablo 2 einfach scheiße ist. Beantwortet immer noch nicht die Frage, ne? Warum spiele ich einen Zauber? Das gibt's ja nicht. Was für ein Glück habe ich hier eigentlich? Ihr glaubt nicht, wie lange ich da vorhin gesucht habe. Beantwortet immer noch nicht die Frage, warum spiele ich eine Zauberin, wenn sie so scheiße ist. Es gibt mindestens drei Gründe. Eigentlich müssten es vier sein, aber einen davon hatte ich wieder vergessen, auch beim letzten Mal. Der erste Grund ist, ich mag die Zauberin. Also, auch wenn sie nutzlos ist, ihre Fähigkeiten an sich gefallen mir ziemlich gut. Ich würde mir nur halt wünschen, dass sie auch was bringen. Das wäre cool. Ja, also einen Charakter nur zu spielen, weil seine Fähigkeiten cool sind, ist eigentlich nicht so clever. Man sollte einen Charakter spielen, dessen Fähigkeiten auch tatsächlich was bringen, so dass man irgendwie im Spiel vorankommt. Ne? Aber naja, gut. Mir gefällt die Zauberin, ich wollte sie spielen. Gut, zweiter Grund. Auf die Art kann ich natürlich jetzt auch wunderbar beweisen, dass meine These absolut richtig ist. Ich kann zeigen, ja, die Zauberin ist wirklich so nutzlos, wie ich gesagt habe. Wir haben es gerade eben schon zum ersten Mal erlebt. Ne? Wir hatten einen Gegner, der immun gegen Eis ist. Ich kann nur Eiszauber. Dumm gelaufen, dem kann ich nichts machen. Ist ein Boss-Gegner, der hätte gut Erfahrungspunkte gegeben. Ich kann ihn nicht killen. Ja, das war Nummer 2. Und Nummer 3. Ich habe es schon ein paar Mal angesprochen. Ich will das Spiel nicht unendlich in die Länge ziehen. Ja? Außerdem kommt in dem Spiel irgendwann eine Stelle, die niemand mag und die ich so schnell wie möglich hinter mich bringen möchte. Außerdem sind die Level in dem Spiel unendlich groß, wie man hier ja schon wieder sieht.
Und das sind, Gott, wir sind noch auf Schwierigkeitsgrad normal. Ihr würdet euch wundern, wenn ihr seht, wie riesig diese Level auf Schwierigkeitsgrad Albtraum oder Hölle sind. Die werden dann wirklich noch größer. Naja, wie auch immer. Tatsache ist, die Zauberin kann etwas, das andere Charaktere nicht kann. Und das lernen wir jetzt gleich. Nämlich Teleport. Ja, den Zauber gab es in Diablo 1, also gibt es ihn natürlich auch in Diablo 2. Wir können uns teleportieren, wenn wir es lernen. Und damit können wir uns natürlich in solchen Gebieten wie hier sehr, sehr schnell fortbewegen. Und das ist einfach absolut genial. Muss sein, finde ich super. Und darauf wollen wir rausarbeiten. Ich habe auch schon drauf hingearbeitet. Dadurch, dass ich ein paar Level-Ups verteilt hatte in der letzten Aufnahme, habe ich zum Beispiel bei den Blitzschlagzaubern Telekinese gelernt auf Stufe 1, auch wenn jetzt hier 8 steht. Die 7 Bonusstufen kommen vom Vernichtikus. Ihr wisst schon, der Zauber, den wir im Inventar haben. Und dadurch, dass ich das gelernt habe, kann ich jetzt hier Teleport lernen. Ja, benötigter Level ist 18, also konnte ich die ganze Zeit nicht lernen. Und jetzt geht's halt mal. Auf Stufe 21, okay. Wäre schon früher gegangen. So, und dann brauchen wir halt 24 Mana, um das ein bisschen rum zu teleportieren. Aber glaubt mir, das ist es wert. Jetzt muss ich erstmal meinen Zauber neu verteilen. Du bist F5, du bist F6. Nur für den Fall. Ja, und jetzt können wir das gleich mal testen, da ich hier in der Sackgasse bin. Zack, 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 zack. Es ist herrlich, ne? Und das wird eben das Spiel nochmal deutlich verkürzen. Also, gerade in Gebieten wie dem hier, wo man ewig nur am Rumsuchen ist, kann ich es mir halt sparen, jeden Weg abzulaufen. Ich kann mich auch überall hin teleportieren, wo ich sehen kann. Ich muss mich nicht an Türen halten, die nur im Weg sind oder so. Oder die von Gegnern dauernd versperrt werden. Sondern ich kann mich einfach durchteleportieren und ole ole, super Kind. Und das ist natürlich ein guter Grund, mit Zauberin zu spielen, wenn man eben das Let's Play nicht länger in die Länge ziehen will, als es unbedingt sein muss. Also ich habe wirklich 3 gute Gründe, das so zu machen. Unglaublich, aber wahr. Vielleicht mehr wahr als unglaublich. Ja. Also Zauberin, ole ole, super Kind. Außerdem für diese Art von Let's Play wird es reichen. Ich mache ja keinen 100% Diablo 2 Run. Ich werde ja nur den normalen Schwierigkeitsgrad spielen, keinen Schwierigkeitsgrad Albtraum oder Hölle. Weil, seien wir mal ehrlich, es wäre genau das gleiche Spiel nochmal, nur eben schwerer. Und, Faden verloren. Was hat das mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe? Man weiß es nicht. Ich habe jetzt echt gerade völlig den Faden verloren. Leute, es tut mir leid. Es ist eine Katastrophe. Naja, ist ja auch egal. Ihr habt auf jeden Fall verstanden, worauf es rausläuft. Was der vierte Grund war, ich hatte wirklich eine Zeit lang einen vierten Grund im Kopf, warum ich eine Zauberin spiele. Was daran sinnvoll ist, aber ich komme nicht mehr drauf. Aber mit das Wichtigste ist, dass ich mich teleportieren kann. Das ist cool. Das ist einfach super praktisch, wird uns einen Haufen Ärger in dem Spiel ersparen und wird das Let's Play durchaus angenehmer gestalten, für mich und für euch. Zumal ich ja jetzt sowieso schon wieder irgendwie in eine falsche Richtung mich gearbeitet habe, dadurch, dass ich das gleiche schon wieder zum zweiten Mal aufnehmen muss, weil ich dumm bin oder zu dumm bin, um aufzunehmen. Ja. Da ist ein Bossgegner, ne? Ach, du bist nicht mal ein Bossgegner, du bist nur einer von den Idioten. Aber ich liebe es, dass wir uns teleportieren können. Wir sind so viel schneller. Oh, guck mal, das ist der Wegpunkt. Den hatte ich auch gefunden beim letzten Mal. Das ist toll. Ja. Okay, das kostet zwar ein bisschen Mana, die Teleportiererei, aber seien wir mal ehrlich, ich habe genug Mana, das regeneriert sich schnell genug, das ist alles kein Ding. Und da ist der Ausgang. So, jetzt guckt euch nochmal die Karte an, ja, von dem Level hier. Und das ist ein kleiner. Also die anderen vorne dran, die waren alle größer. Das ist schrecklich. Wir wollten irgendwann Level durchzählen. Wir sind jetzt Katakomben Level 3. Wir hatten auch 3 Gefängnislevel. Dann hatten wir äußeres Kloster, dann hatten wir Kasernen, dann hatten wir dies, dann hatten wir das. Du bist ein Boss. Sehe ich doch richtig. Entsetzen, Berührung, Dämon, Feuerverzauberung. Das heißt, wenn ich ihn töte, dann explodiert er. Damit kann ich leben. Erstmal töte ich dich, dann darfst du explodieren. Stirb! Na los! Geht doch. Das nennst du also eine Feuerverzauberung, ja? Naja. Gut, gut, gut. So, worüber habe ich noch geredet beim letzten Mal? Fragen über Fragen. Ich habe es tatsächlich geschafft, problemlos eine Stunde Let's Play zu füllen. Mit sinnvollen Sachen.
Und jetzt mache ich von allem irgendwie die Kurzfassung, weil ich, keine Ahnung, weiß, was ich sagen will, Fragezeichen, und trotzdem die Hälfte davon vergesse, während ich drüber rede. Das ist schlimm mit mir. Ich kann es auch echt nicht fassen, dass mir sowas passiert, ne? Dass ich die Tonaufnahme starte, aber die Bildaufnahme nicht. Das ist unglaublich. Das ist der Nachteil, wenn man beides getrennt aufnimmt. Naja. Ja, es stört mich jetzt auch, dass ich halt im Prinzip hier alles nochmal spielen muss, was ich schon gemacht habe. Das ist gewissermaßen frustrierend. Ne? Ihr habt eine gewisse Zeit investiert, seid zufrieden mit dem, was ihr gemacht habt, und dann stellt ihr fest, oh, eigentlich habe ich gar nichts gemacht, oder zumindest nichts, was ich nachweisen könnte. Ups, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen, Entschuldigung. Ja, ärgerlich. Und hat man dann noch groß Lust, sofort wieder weiter aufzunehmen? Nee. In meinem Fall war es dann so, dass ich jetzt erstmal mit dem Hund spazieren gegangen bin, der hat es sowieso nötig, und anschließend war ich noch eine Runde baden, und jetzt habe ich mir halt gesagt, komm, du musst jetzt nochmal aufnehmen, ganz einfach aus dem Grund, wenn du es jetzt nicht machst, hast du morgen auch keine Lust, den ganzen Kram nochmal zu machen, und übermorgen auch nicht, und so weiter und so fort halt. Und das heißt, du machst niemals weiter, und das ist eigentlich nicht geplant. Eigentlich sollte das mit dem Spiel hier vorangehen. Wenn ich es schon unplanmäßig angefangen habe, das Let's Play. Was ja eigentlich nur ein Ausweichversuch war, solange ich eben nur einen PC aufnehmen kann. Das wäre jetzt auch wieder geklärt. Ich könnte jetzt auch wieder mit Konsolen aufnehmen, gewissermaßen. Was ich auch demnächst tun werde. Aber ja, also mit meiner Umbauerei bin ich weitestgehend fertig, Tatsache. Und hier ist auch alles weitestgehend wieder an seinem Platz, wo es hingehört. Also technisch gesehen müsste alles funktionieren, in der Theorie jedenfalls. In der Praxis sieht es wieder anders aus. Mein Fernseher ist in Reparatur. Das Ersatzgerät, das ich hier habe, flackert, wenn ich mit den Konsolen spiele. Das ist sehr seltsam. Und abgesehen davon ist der Fernseher auch sonst scheiße, aber ja, yeah, was soll's. Für Computer zu spielen scheint er zu reichen, da hat er keine Probleme mit. Naja. Aber lauter so Sachen. Aber davon lasse ich mich jetzt nicht aufhalten. Also ich werde dann wahrscheinlich zwar hinterher Kopf werfen, wenn ich irgendwas spiele, aber ich werde es trotzdem machen. Ab morgen gibt's wieder Mario Kart oder so. Mal sehen. Wenigstens das gönne ich mir. Ich habe sowieso schon die ganze Zeit tierisch Bock, mal nochmal Mario Kart zu spielen. Und ich konnte es nicht mal, also nicht mal ohne aufzunehmen, einfach weil die Konsolen irgendwo in irgendwelchen Kisten, in irgendwelchen Schränken waren. Und ja, hier nichts aufgebaut war, keine Möbel und nix. War eine Katastrophe. So, Katakomben Level 4. Endlich da. Das Level hier ist immer exakt gleich aufgebaut. Die Gegner können offenbar ein bisschen variieren, weil das sind definitiv andere Gegner als beim letzten Mal. Die haben irgendeine komische Aura. Von dem komischen Zombie, der da hinten rumrennt. Faszinierend. Aber prinzipiell ist das Level ansonsten von der Form immer gleich aufgebaut. Puls, Wurm, Untoter, verzauberte Aura. Ja, das mit der Aura habe ich schon gesehen. Das rote Schimmern am Boden, ne? Das ist seine Aura. Weiß ja geil, was die bewirkt. Ist mir auch relativ egal. Er ist tot. Lang lebe Pulswurm. Ja, Level ist immer gleich aufgebaut. Und das ist auch das letzte Level des ersten Akts. Ich habe das letzte Mal eine Stunde gebraucht, bis ich hier war. Gut, dass ich jetzt zum Schluss teleportieren konnte, hat natürlich auch ein bisschen Zeit gespart, zugegebenermaßen. Aber ich hatte beim letzten Mal auch nicht so ein Glück mit den Ausgängen. Also ich habe die Wege nicht so schnell gefunden wie jetzt hier. Das ist erstaunlich oder fast schon erschreckend. Ja, und damit stehen wir im Prinzip schon direkt vor einem Bossgegner, der uns hier erwartet. Dem Boss des ersten Aktes. Und ich habe beim letzten Mal noch überlegt, ja, mache ich das mit Players 8? Oder mache ich es mir einfach und mache Players 8 vorher aus? Dann habe ich mir aber gedacht, ach komm, du hast den Vernichtikus, es kann ja eigentlich nichts schief gehen. Und Tatsache ist, es kann wirklich nichts schief gehen. Also wenn der Boss jetzt nicht auf einmal viel stärker ist als beim letzten Mal, werden wir hier leichtes Spiel haben. Davon bin ich überzeugt. Trotzdem mache ich mir hier erstmal ein bisschen Ordnung, ein bisschen Mistviehzeugs weg. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen, falls ich wegrennen muss, dann will ich wenigstens nicht gleich in die Arme der nächsten Gegner rennen, sondern nach Möglichkeit ein bisschen Freiraum hier haben. Ist alte Gewohnheit. Beim Boss von diesem Akt, genauso wie bei den Boss von allen anderen Akten, sollte man schon darauf achten, dass man gewisse Rückzugsmöglichkeiten hat, dass man entsprechend ausgestattet ist mit Heilmaterial und dergleichen und dass man
etwas aufmerksam an die Sache rangeht, weil man stirbt bei den Bossen in Diablo 2 ziemlich schnell. Okay, hier ist niemand. Oh, da sind noch ein paar kleine Mistviecher. Okay. Euch habe ich gesucht, vor allem dich habe ich gesucht da oben. Ich kann dich leider nicht sehen. Tun wir uns erstmal ein wenig hier. Ich sehe ihn immer noch nicht. Weiß der Geier, wo der rumrennt. Dann soll ich noch einen anderen Zauber vorbereiten. Den hier nämlich. Und den Scheiß hier aus dem Inventar schmeißen. Ein dreifach gesockelter Bogen. Ist das nicht schön? Okay, auf zum Angriff. Fürchte mich. Ja, ich fürchte dich unheimlich. Fürchtest du mich auch? Zeig dich mal von vorne, Frau. Sie ist hier ein bisschen blau angelaufen, aber ja, das ist Andariel. Eines der großen Übel. Also sie gehört quasi zum gleichen Schlag wie Diablo oder Nakruel, falls ihr euch noch an den erinnert. Sie ist einer der schlimmsten Dämonen der Hölle und wie man merkt, obwohl ich eine ziemlich gute Rüstung habe, obwohl mein Leben sich die ganze Zeit automatisch regeneriert und obwohl ich den Vernichtikus habe, der mich vor Gift und allem Möglichen schützt, schafft sie es mir ziemlich viel Lebensenergie abzuziehen. Ja, das ist echt eine harte Nummer. Wenn ihr das Spiel normal spielen würdet, wäre Andariel wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Boss fürs erste Level, denn sie macht nicht mal wirklich viel Schaden. Also normalen Schaden. Aber sie vergiftet euch eben konstant und das Gift zieht so schnell so viel Leben ab, dass es krank ist. Ich guck mal dran nach. Bei mir, Leben regeneriert sich schneller, als ich es verliere. Okay. Naja, die meiste Zeit jedenfalls. Aber das liegt halt an den brutalen Widerständen hier. Giftwiderstand 95%, genau wie die anderen. Was halt von dem Vernichtikus kommt. Normalerweise in Diablo 2 ist das Maximum für den Widerstand 75%, genau wie in Diablo 1. Es gibt aber ein paar Gegenstände, die in der Lage sind, das Maximum weiter zu erhöhen, bis zu maximal 95%. Und der Vernichtikus macht das eben. Und dadurch kann ich das Ganze hier ganz gut wegstecken. Ich glaube, wenn ich den Zauber jetzt weglegen würde, dann würde das Ganze hier anders aussehen. Also dann würde mir Andariel wirklich, wirklich, wirklich wehtun. Und dabei ist es schon verlangsamt, ne? Weil ich sie die ganze Zeit konstant einfriere. Das ist einfach total krank. So, und jetzt bitte fahr zur Hölle. Schön.